Die Mixed Zone. Treffpunkt von Profifußballern und Journalisten nach Bundesligaspielen. Imtech und Sponsors haben diesen Kreis erweitert. Entscheider aus Politik, Wirtschaft, Sport und Medien zur Premiere des Arena Talks eingeladen. Sie befinden sich hier in der Mixed Zone, also im Herzen des HSV. Ich glaube, die meisten von Ihnen wissen, was sich hier abspielt an Spieltagen, wenn aus der Gästekabine und aus unserer Kabine sich die Mannschaften hier treffen mit den Schiedsrichtern und auflaufen. Also hier ist wirklich das Herz unseres Vereins. Ich finde es toll hier in der Mixed Zone und wir sollten das auch nachher in der Mixed Zone mixen und vielleicht in die Diskussion kommen mit Vertretern des HSV und der Wirtschaft. Ich lade Sie dazu ein. Vielen Dank, dass Sie da sind und viel Spaß bei der hochkarätig besetzten Veranstaltung. 2x45 Minuten zum Thema Nachhaltigkeit, was Sport und Wirtschaft voneinander lernen können. Und das ist die Expertenrunde. Michael Neumann, Sport- und Innensenator Hamburgs. Frank Arnesen, HSV-Sportchef. Pit Gottschalk, Direktor Content Management der Axel Springer AG. Und Walter De Gregorio, Kommunikationschef der FIFA. Die Vergabe der Fußball-WM 2022 bedeutet für ihn Arbeit ohne Ende. Ja gut, Katar ist natürlich ein heikles Thema. Man kann darüber streiten, ob das Sinn macht, in Katar eine WM durchzuführen, sportlich. Aber wenn wir über Ökologie reden, dann wird Katar wahrscheinlich ein Benchmark sein. Ob es wirklich Sinn macht, in der Wüste Stadion aufzubauen, Infrastruktur aufzubauen. Ich habe auch große Zweifel, ob eine Straßenbahn da fährt und ob diejenigen, die da hinfahren, auch mit der Straßenbahn fahren und wie die überhaupt erstmal da hinkommen. Das wird wahrscheinlich auch unter CO2-Bilanz total spannend sein. Eine Nummer kleiner, aber für die HSV-Zukunft wichtig, der Bau des Nachwuchsleistungszentrums Campus direkt neben der Arena. Was machen wir als HSV für die Jugend? Nehmen wir die Jugend seriös? Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch ganz klar als Vorstand, da wollen wir auch zeigen. Darum haben wir gesagt, okay, wir wollen in diesem Anleihe, wir wollen anfangen mit Bauen von in ganz neuen HSV Campus und mit der Priorität von der Jugend, die Jugend zusammen mit der ersten Mannschaft. Man liest lieber über ein 2:0 als über 0:2. Natürlich steigert das die Auflage, wenn es einen großen Sieg gegeben hat und es werden neue Stars geboren. Es gibt wieder Stars beim HSV, für die man ins Stadion geht und die werden halt meistens bei Siegen geschaffen, diese Stars. Das ist, glaube ich, was dem HSV auch noch fehlt, dass man Spieler hat in der Mannschaft, für die man alleine für diese Spieler ins Stadion gehen möchte. Und die werden halt in Siegen geboren. In der Talk-Halbzeit dann erste Gelegenheit, Themen zu vertiefen. Die mangelnde Identifikation der Profifußballer mit einem Verein sorgte nach der Pause für Gesprächsstoff. Heute ist es so übertrieben gesagt, dass wenn ich meinem 12-jährigen Sohn ein T-Shirt kaufe, mit der Aufschrift C. Roberto, Nummer 9, dann kann ich die nach der zweiten Wäsche wieder austauschen, weil der schon weg ist und ein anderer gekommen ist. Und das ist ein Problem, das man angehen muss. Das ist doch die Grundidee des Ganzen, dass es eben nicht mehr einen Uwe Seeler gibt, der so gesehen immer bei seinem Verein bleibt und seinem Verein ja auch heute noch die Treue hält, sondern dass es eben, ich sag mal, das meine ich jetzt nicht persönlich beleidigend, aber vagabundierende Söldnertruppen gibt, die heute da und morgen da spielen, wenn das Geld nur entsprechend stimmt. Da werden die neuen Trikots gemacht, da werden neue Geschichten gemacht. Alle profitieren davon und deswegen finde ich das so ein bisschen, das bitte ich jetzt nicht falsch zu verstehen, aber das ist doch die Idee ihres, also ihr Marktmodell. Nee, das ist der ultimative Beweis, dass man in der FIFA auch selbstständig denken kann. Treffer kurz vor Schluss. Sportchef Frank Arnesen mit der HSV-Langzeitprognose. Ganz klar müssen wir in ein, zwei Jahren, drei Jahren maximal, dann müssen wir top sein. Und da geht es wie, ja okay, 15, das war natürlich ganz schlecht letzten Saison, müssen wir verbessern diesem Jahr. Und dann müssen wir, nächsten Jahr müssen wir die Sprung machen, ist meine Meinung. Ich bin auch nicht hergekommen, um Mittelmaß zu sein, da bin ich nicht gewöhnt. Mittelmaß ist immer blöd. Also das merkt man doch, was hier in der Stadt los war, als der Verein unten drin stand letzte Saison. Da war doch das vorletzte Heimspiel, wie das ganze Stadion dann auch wirklich eine Choreografie gezeigt hat. So, jetzt kämpft für uns, kämpft für diese Stadt, dass wir hier in der Liga bleiben. Ich meine, da kriege ich ja jetzt noch eine Gänsehaut darüber, was hier dann auf den Straßen hier los gewesen ist. Wenn die so 8er, 9er sind, ist irgendwie blöd. Ja? Also entweder oder, klar. Und jetzt lieber mal durch den Teil der Tränen gehen und wenn das Konzept dann alles so greift von den Arnesen, dann wird das ja dann auch von der Stimmung dann auch mitgetragen werden von der Bevölkerung, wenn die Öffentlichkeitsarbeit dann auch entsprechende Qualität dann auch entwickelt. Die Verlängerung in der Arena. Zeit, um Bilanz zu ziehen. Tolles Podium, tolle Moderation.
gute Aussagen. Wir haben gehört, dass der HSV nicht absteigen will. Das ist ja schon etwas. Ne? Ich bin absolut zufrieden. Sehr netter Abend. Wir sind sehr dankbar, dass die Firma Emtec das hier bei uns veranstaltet. Wir haben da eine enge Partnerschaft mit dieser Firma, die wir auch die nächsten Jahre fortsetzen möchten. Und ich denke, dass unsere Location hier dafür auch sehr geeignet ist und auch für die Gäste durchaus attraktiv. Und ich fand die Kombination sehr interessant und sehr vielfältig. Insofern habe ich sehr viel mitgenommen und freue mich, wenn wir dieses Thema generell in der Stadt auf vielen Kanälen bespielen, weil ich glaube, Hamburg hat beim Thema Nachhaltigkeit wirklich viel zu bieten. Ich habe spannende Menschen kennengelernt, nicht nur auf dem Podium, sondern auch hier als Gäste, Mitdiskutanten, aber eben auch im Come-Together danach. Und von daher hoffe ich, dass der HSV und Emtec dieses tolle Projekt weiter fortsetzen. Nach dem, was wir heute Abend hier gemeinsam erlebt haben, mit den wirklich interessanten Gästen und Gesprächen, werden wir diese Reihe ganz sicherlich fortsetzen. Das wird hoffentlich eine sehr nachhaltige Reihe werden.